Voilà, hier die genaue Anleitung zu meinem Schokitaler TikTok-Video. Zuerst bereiten wir die Dekorationen vor. Hier zerkleinere ich gerade die gebrannten Mandeln. Ich weiß, ich sollte demnächst mehr so einen Mörser kaufen. Dann haben wir Smarties. Die am besten in einer Plastiktasche umfüllen und auch schön zerkleinern. Natürlich könnt ihr eure Schokitalen nach Belieben dekorieren mit Streusel, Schokitrops, verschiedene Nüsse, Himbeere, Pistazien und so weiter. So, hier habe ich ganz billige Schokolade genommen. Wählt ihr eure Lieblingsschokolade aus und erwärmt sie, bis sie flüssig sind. Nun geben wir sie in einer Form, schauen, dass die Teile ca. 5 mm Höhe haben. Dann die Form schütteln, damit es eine ebene Oberfläche bekommt. Nun die Teile mit den vorbereiteten Dekos nach Belieben bestreuen. Nach abgedeckt ca. 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Und so sehen unsere Schokitaler nach 2 Stunden aus. Die selbstgemachten Schokitaler kannst du jemandem Geburtstag, Abschied oder Muttertag schenken und die Leute werden es lieben und schätzen, denn es ist selbstgemacht. Damit du ja nichts verpasst, abonniere meinen Kanal für weitere Rezepte. Dankeschön!